Sul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims und wie gestern versprochen sind wir heute nochmal bei Aiden und Ocean. Aiden jetzt alleinerziehender Papa. Ich war jetzt sowieso schon mal gefragt worden, was ist denn... Wäschst du dir bitte die Hände? Hast du abgespült? So, auf jeden Fall Hände waschen. Und du musst die Hausaufgaben noch machen. Ich bin jetzt schon gefragt worden, was ist denn mit Ocean? Lia hatte doch ein Kind. Tatsächlich ist Ocean nicht Lias Kind. Nein, er ist Aidens Kind, denn Aiden wurde von Aliens geschwängert. Mit an die Arbeit kamen auch wieder Aliens ins Spiel. Und da ist es eben so, dass wenn ein männlicher Sim von den Aliens entführt wird, dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er schwanger zurückkommt. Ja, und das ist hier passiert. So. Aiden macht gerade noch die Hausaufgaben. Wir haben eigentlich beide Hunger. Hilf ihm trotzdem mal noch bei den Hausaufgaben. Und lauf dabei durch die Küchentheke. Dann wird Aiden nämlich Ocean ein Stück weit schneller fertig. Wann wird er eigentlich zum Teenager? Ist auch nicht mehr lange hin. Guck mal da, nur noch 4 Tage bis zur nächsten Altersstufe. Wenn ihr mögt, können wir jetzt dann auch so lange, jetzt kommen ja dann 2 Spielfolgen am Wochenende, 2 Baufolgen. Und wenn ihr mögt, können wir dann ja auch die nächsten Tage mal ein bisschen hier spielen, dass wir das miterleben, wie Aiden zum Teenager wird. Oh, die Verantwortung ist gestiegen. Sehr gut, jetzt aber ab ins Bett. Aiden muss auch arbeiten. Nee, jetzt ist nichts mehr. Ja, die Musik ist zu laut. Alte Nervbratze da. So. Aiden muss auch schlafen. Warum habe ich hier eigentlich die Lichter nicht alle auf automatisch? Mysteriös. Ja, wir sind eindeutig schrecklich und viel zu laut, weil hier nichts anderes und wir beide schlafen. Okay, wie sieht's aus? Wer muss denn zuerst aus dem Haus? Beide gleichzeitig. Okay. Ich würde sagen, wir schmeißen einfach gerade mal Aiden aus den Federn. Öffnen. Sehr gut. Das ist sogar Omelette. Stopp, der hat das Omelette. Oh, ups. Das haben wir dahin gestellt. So, ich würde sagen, den hauen wir auch schon mal raus. Der kann sich auch ein Omelette nehmen. So. Ich glaube, wir schicken ihn so zur Arbeit. Ich bin jetzt übrigens auch darauf aufmerksam gemacht worden, letztens mal, warum meine Kleinkinder alle so leuchtende Augen haben. Und zwar liegt das wohl daran, dass ich Custom-Augen drin habe. Das ärgert mich so ein bisschen, weil ich eigentlich bei den Augen immer darauf geachtet hatte, dass ich mir nur Augenmasken runterlade und nicht die Default-Augen ersetze. Anscheinend habe ich aber die Default-Augen durch irgendwas ersetzt, von dem ich dachte, dass es kein Ersatz wäre. Ja. Und jetzt muss ich irgendwie rausfinden, welcher meiner Downloads die Default-Augen ersetzt und das dann raushauen. Das ist ultra nervig, das rauszufinden. Weil sie machen ja jetzt nicht das Spiel kaputt, so gesehen. Also schon so ein bisschen, aber... Nein, das habe ich nicht aufgepasst. Magst du dich vielleicht mal noch mit den Journalisten vernetzen? Das musst du heute noch machen. Was macht meine Stimme? So, du gehst mal bitte auf die Arbeit. In die Schule, meine ich. Die ziehen wir jetzt einfach den Teller unterm Teil weg. Oh, was ein peinlicher Moment. Da ist mal wieder was schiefgegangen. Na, supi-dupi. So, unsere beiden Männer sind weg. Der eine zum Geld verdienen, der andere um zu lernen, wie man Geld verdient. So, ach, die ganze Wohnung, die hat schon so ein bisschen so einen weiblichen Touch, ne? Oh, Rechnung. 500 Simoleons. Ja, gut, dass wir relativ viel schon zusammen haben. So, wer kommt früher zurück? Die kommen auch beide gleichzeitig zurück. Ja, Mensch. 3066. Ocean ist mit einem Schulprojekt nach Hause zurückgekehrt.
Und jep, 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 okay. Der müsste auch noch aufs Klo. Ja, Schulprojekt. Kriegen wir das hier irgendwie unter? So, wir versuchen mal, ob wir das da jetzt hinstellen können. Nee, immer noch nicht. Ja, das wollte ich nicht abstellen. Das macht so keinen Sinn. Oh, das müssen wir so machen. Okay, so. Oh, nein, da wollte ich gar nicht hin. Jetzt kann er nämlich auch sein Schulprojekt fertig machen. Ja, ja, zock du erstmal eine Runde. Nee, geh aufs Klo, du bist jetzt gerade fertig geworden. Doch, du kannst aufs Klo. Das ist nicht besetzt. Hey, aber das war das nicht 4 plus 2 und er hat 6 angeklickt und da stand, dass es falsch ist? Das ist aber doch richtig. Oder habe ich jetzt gerade selber nicht richtig aufgepasst und da stand nicht 2 plus 4, sondern 2 mal 4 oder sowas. Jemanden umarmen. Oh, wie sieht's denn aus? Mag er Lian noch? Ashley, Skylar, Nadine. Lian nicht so wirklich. Die gute würde ich auch lieben gerne mal umgestalten. Warte mal. Testing Cheats. On. Cass Full Edit Mode. In erstelle einen Sim ändern. Meine Güte, heute wird aber gecheatet bis zum Umfallen. Ich möchte gerne mal einen Townie umgestalten. Ich finde das immer so schrecklich, wenn die... Ja, es gibt einfach bestimmte Make-ups, die man sich für einen bestimmten Hauttyp runterlädt. Und dann sehen die auf anderen Hauttypen einfach extrem merkwürdig aus. Also seht euch das an. Ihr seht, was ich meine. Sie sieht extrem merkwürdig aus. Und, wir entfernen mal das Make-up. Machen das ja auch weg. Die Haut kann sie ja so behalten. So. Schaut mal, das hier sind halt momentan meine Custom-Augen, die ich drin habe. Ich müsste sonst mal gucken, ob ich die vielleicht mal finde. Und ich dann da drauf komme, welche das sind, dass ich die dann raushauen kann. Ist ja natürlich auch gut, wenn ich das irgendwie schaffen würde. So, ich möchte einfach, dass sie... Ich will jetzt nicht mal sagen, hübscher aussieht. Sie ist ja hübsch, aber das ganze Make-up, das ist einfach komplett total daneben gewesen, was wir da hatten. Ups, den Mund mache ich aber doch ein bisschen anders. So, ein bisschen die Augen wieder kleiner. So. Nein, ich wollte nicht die Augen größer machen. Ich wollte den Kopf wieder etwas breiter machen, weil ich den gerade aus Versehen... Ah, ich krieg zu viel. Kennt ihr das? Ihr wollt irgendwas bearbeiten bei euren Sims, aber dann klickt ihr das Falsche an.
Hat sie jetzt einfach die Pausbäckchen? Ich glaube, jetzt hat sie wieder die Pausbäckchen, oder? So, ich weiß nicht, an wen die mich erinnert, aber an irgendwen erinnert sie mich. So. Nu aber. Nein. Weil, also ein bisschen überarbeiten wollte ich sie schon. Das hier gefällt mir zum Beispiel immer ganz gut. Dann sieht das hier ein bisschen plastischer aus, finde ich. Ja, das ändert im Gesicht nicht großartig was. Das finde ich dann eigentlich immer ganz cool so. So, grüne Augen. Schön und gut. Ich hätte nur gerne andere grüne. Weiß ich nicht. Ich finde, das passt alles nicht so richtig zu ihr. Das würde schon ganz gut passen. Die sind auch schön. Vielleicht so oder die sind auch nicht schlecht. Problem ist nur, dass die also extrem grün dann wirken. Es wird tatsächlich in den meisten Fällen ist mir das dann zu extrem. Es ist dann zu dunkel, das entspricht auch nicht dem. Guck mal, die sind zweifarbig. Aber das ist doch eigentlich so ganz gut. So, dass wir sie einfach mal ein bisschen überarbeitet haben. Ein ganz kleines bisschen, oh Gott, ein bisschen Make-up wollte ich haben. Das ist alles viel zu viel. Das ist auch zu viel. So, das habe ich einfach in dunkel. Nee, das wirkt komisch bei ihr. Das hier nutze ich ja total gerne auch, aber es ist mir jetzt bei ihr auch zu viel. Guck mal, das hält ihre Augen so minimal auf, finde ich. Nein. Ja, vielleicht ein bisschen so, vielleicht ein bisschen Farbe auf die Wangen. Oh Gott, nee, nicht so ein Lippenstift. Ich habe hier ein, die hier, die mag ich sehr, sehr gerne, diese Nude-Töne. Ich mag auch an mir selber, mag ich Nude-Töne sehr, sehr gerne. Aber irgendwie finde ich immer nie so die Farbnuance, die mir dann wirklich perfekt an mir gefällt. Ich tue mich da irgendwie immer ein bisschen schwer mit. Ich habe bis heute, habe ich noch nicht die perfekte Nude-Farbe für mich gefunden. Das ärgert mich immer so ein bisschen. Sie sieht sehr jung aus, so, ne? Aber hübsch. Aber da backen leider wieder die Wimpern so durch. Ist es bei denen auch so, die die Brille ersetzen? Wahrscheinlich, ne? Weil die Brille ja auch durchbackt. Ja, das ist bei denen auch so. Okay, das ist ärgerlich. Weil eigentlich wollte ich schon ganz gerne ihr solche Wimpern verpassen. Das gehört einfach irgendwie mittlerweile so für mich regelrecht dazu, muss ich sagen. Und wenn wir dann doch andere Augen verpassen. Gut, jetzt machen wir hier mal eine Umgestaltungsfolge quasi so ein bisschen. Aber ich möchte ja gerne die nächste Zeit dann hier auch in dieser Familie weiter mit
mit den Sims spielen, also warum nicht, ne? Okay, ja, ich guck mal, die Haare sind eigentlich super an ihr, die gefallen mir extrem gut. Aber ja, lass uns mal durchgucken. Ich möchte, dass sie bei so einer... Wow. So, da bin ich wieder. Meine Festplatte, ja, ja. Das hier sieht auch ganz süß aus. Aber passt jetzt auch nicht so richtig zu ihr, ne? Ist halt schwierig. Bei den CC-Frisuren hängen ganz häufig irgendwie die Haare so da drüber, dass es dann merkwürdig aussieht. Oh, guck mal, es sind ja ganz krasse Löcher hinten drin. Seht ihr das? Okay, das sieht auch nicht. Die sehen von vorne schön aus, aber von der Seite dann nicht mehr so. Hier habe ich das Problem auch. Ansonsten würde ich die auch viel lieber mal nehmen, weil ich diesen Verlauf da drin auch total toll finde. Die schwebt mir zu sehr. Und wenn man so eine Frisur vielleicht nimmt... Die finde ich jetzt nicht so gut an ihr, glaube ich. Aber die hier finde ich schon gar nicht schlecht. Die hier mit so eine Hippie-Frisur. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so weit runter scrollen, aber macht nichts. Vielleicht finden wir ja hier auch noch was Interessantes. Das sieht auch ganz hübsch aus, oder? Ja. Auch nicht schlecht. Vielleicht könnte man ja auch mehrere nehmen. Nee, das ist jetzt nicht so gut. Ich glaube, ich würde ihr hier tatsächlich diese Frisur hier verpassen. Das ist dann am nächsten dran an der Haarfarbe, die sie vorher hatte. Das hier sieht natürlich sehr hübsch aus, weil sie hatte eher so ein bisschen rötlichere, ne? Obwohl, das ist wieder eher braun. Es ist zu orange. Es ist gar nicht so einfach, aber ich, ja... Vielleicht sind wir damit recht nah dran. Ach, guck mal, das ist ihr Sohn. Sie hat ein Kind. Ah, ja, so ein Rot-Orange-Ton war das. Also ein bisschen rötlicher war es schon. Aber eigentlich auch nicht so rot. Vielleicht gehen wir doch besser zu dem Outfit. Die Schuhe würde ich hier gerne noch ändern, weil die finde ich jetzt nicht so passend dazu. Meine Güte, war schon wieder was eine lange Folge hier schon wieder. Es ist ja der Wahnsinn. Sie ist auch sehr dünn, ne? Ich habe sie nicht so erstellt. Die war so im Spiel drin. Das möchte ich nur direkt schon mal zu meiner Rettung sagen. Aiden sucht sich anscheinend hier immer die ganz schmalen Simmen aus. Und jetzt wollte ich ja gerne noch diese eine andere Frisur haben. Die ist auch süß. Oh, die ist knuffig mit dem Schleifchen oben drauf. Okay, die ist kaputt. Kommt auch schon mal vor. Hier, schaut mal. Die hier, die hatte ich sonst. So sieht sie aus wie Jessica Rabbit. Ohne Scheiß. Oder? Wer von euch kennt Jessica Rabbit denn? Das ist auch total schön. Das würde ja auch stehen. Aber das ist einfach mehr ihre Haarfarbe. So, ich glaube, so haben wir es jetzt wieder so. Oder vielleicht ist es so ein bisschen rötlicher, aber macht ja auch nichts. Sie müssen ja nicht eins zu eins dieselbe Haarfarbe haben, ne? Hm,
Oh, das war eben schön. Das passt farblich, finde ich, sehr gut zusammen. Und das finde ich auch gut. Ich glaube, ich würde dann eher dazu tendieren. Und dann so eine, ja, so eine nicht, so eine rumgeschlagene Shorts. Die hier auch nicht. So eine vielleicht. Na, ist aber auch jetzt nicht so hundertprozentig. Man, so eine, nein, das finde ich jetzt auch nicht so gut dazu. Das ist so ein bisschen dieser Stil, den Lia auch hatte, ne? Ist jetzt vielleicht auch nicht so toll, wenn wir ihm den wieder verpassen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Komm, wir machen ihr aber von vornherein jetzt mal ein bisschen die Hüfte breiter und die Beine ein bisschen breiter. So, sie hat immer noch ziemliche Stielchen. So, und die Schuhe. Wo sind denn meine Converse? Die würde ich dazu, glaube ich, ganz gerne kombinieren. Schauen wir uns zumindest mal an. Das sind jetzt die so mit Blümchen und so. Ich glaube, da habe ich aber auch noch schönere von dir, also die saubere aussehen. Wobei das ja eigentlich auch schon ganz cool wirkt. Aber ich habe hier genau die hatte ich gesucht. Die eher so halbschuhmäßig sind. Ja, so ganz Ton in Ton würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Vielleicht so ein bisschen heller. So, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Jetzt vielleicht noch ein goldenes Armband dazu. So ein... Nee, das ist zu viel. Wir haben doch noch schmalere dieser Art. Das hier, das hatte ich gesucht. Passt wahrscheinlich doch in Silber besser dann, oder? Oder das hier. Oh, das ist gut. Das machen wir auch so als kleinen farblichen Akzent und noch eine Kette und dann haben wir eigentlich schon was Gutes. Wow, also die ist doch richtig hübsch, oder? Richtig hübsch. Was machen wir da für eine Kette zu? Die ist schon mal golden, die finde ich schon mal ganz schön. Die würde zu ihren Augen passen, die passt aber nicht so richtig zum Outfit, finde ich. Was ist das? Oh! So passt das doch ganz gut. Ja, schön. Eine richtig hübsche Simmen. Gefällt mir definitiv gut. Ich würde nur gerne vielleicht noch ein bisschen, sie sieht sehr angepinselt aus. Haben wir da nicht irgendwas? Okay, jetzt sieht sie anders angepinselt aus. Haben wir das auch in dunkler? Das war jetzt auch nicht das. Damit sieht sie schon ein bisschen ebenmäßiger aus. Ich finde, sie sieht zu jung aus einfach irgendwie. Zu alt, finde ich, sieht sie aus. Sie sieht älter aus, als sie ist, wenn sie so ist. Sie sieht irgendwie so, ich kann es nicht mal genau beschreiben. Das ist doch gut. Okay, ihr Lieben, jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine hübsche Simmen, die Nadine Löhrer. Vielleicht kann ja Aiden auch mal mit ihr so ein bisschen anbandeln. Auch Aiden soll natürlich nicht alleine bleiben. Was haltet ihr denn von der Guten? Ich meine, Aiden hat ja gerade mehrere Eisen im Feuer. Und ich meine, Nadine könnte er sicher auch mal noch warm halten.
Okay, aber nach dieser sehr, sehr langen Sims-Folge heute verabschiede ich mich für heute. Morgen und übermorgen gibt's dann Baufolgen, dann geht's weiter im Wintergarten. Und nächste Woche spielen wir einfach mal ein paar Tage mit Aiden, Ocean und dann gibt's auch ein Wiedersehen mit Nadine, mit Skylar und mit wem Aiden gerade noch so alles zu tun hat. Also dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!